Gegen 9:30 am Morgen kommen Hilfeschreie aus einer Wohnung in Berlin. Die besorgten Nachbarn rufen sofort die Polizei. Als die in dem Mehrfamilienhaus eintrifft, liegt ein 44-jähriger Mann im Hausflur. Er hat mehrere Stichverletzungen. Und in der Wohnung machen die Beamten einen noch grausameren Fund. Gestern Morgen 9.30 Uhr. Die Bewohner dieses Berliner Mehrfamilienhauses hören laute Schreie, umfallende Möbelstücke und Hilferufe. Den eintreffenden Polizeibeamten bietet sich ein Bild des Schreckens. Im Treppenhaus liegt ein 44-jähriger Mann, blutüberströmt. Die Polizisten dringen daraufhin gewaltsam in eine Wohnung ein, auf der Suche nach dem Täter. Ein 30-jähriger Mann ist dann, als die Polizei eintraf, aus dem Fenster oder vom Balkon einer Wohnung im zweiten Stock gesprungen. Auch er ist schwer verletzt. Und in der Wohnung haben meine Kollegen dann eine tote 50-jährige Frau gefunden. Die Frau Opfer einer Messerattacke. Der mutmaßliche Täter, der Sohn der Toten. Auf der Grünfläche vor dem Balkon findet ihn die Polizei. Schwer verletzt kommt der 30-Jährige ins Krankenhaus. Der Hausmeister berichtet. Gesehen hat man soweit nur die Person, die halt hinten aus der zweiten Etage über den Balkon abgeflogen ist. Das hat man gesehen, Blut verschmiert. Ja, und dann kann man sich seinen Teil schon irgendwo selber denken. Ne? Balkonbrüstung voll Blut und so weiter. Die Hintergründe der Tat und der Auslöser für den tödlichen Messerangriff sind noch völlig unklar. Familienstreitigkeiten vermutet die Polizei, die Nachbarn schockiert. Es ist eigentlich eine ganz ruhige Siedlung hier, was mich sehr wundert. Und einfach schrecklich, die Sache, was passiert ist. Ich persönlich finde es natürlich auch schrecklich, weil man doch eigene Familie hat. Mordkommission und alles, die ermittelt wohl. Heute Morgen dann offenbar ein weiteres Familiendrama in Berlin. Die Polizei findet in diesem Haus einen durch Messerstiche verletzten 79-Jährigen. Der Mann wies Stich- und Schnittverletzungen im Gesicht, an den Händen und im Bereich des Oberkörpers auf. Er kam dann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Anschließend wurde das Spezialeinsatzkommando geholt, die dann den mutmaßlichen Täter noch in der Wohnung des 79-jährigen Opfers festnehmen konnten. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um den 56-jährigen Schwiegersohn des Opfers. Auch hier liegt das Tatmotiv noch im Unklaren. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.